Immer noch lassen wir uns durch das Wohlfühldorf der dragovianischen Dragovianer führen, meine lieben Klokeramikkleber. Bei Let's Play Dragon Quest 8. Der Sinn des Lebens ist dahin, zumindest in der Gefühlswelt unserer geliebten Übermenschen. Moment, habe ich das Ding da durchgeworfen? Oh, und eine Fiole Yggdrasil-Tau stecken wir uns rein. Das Tor zur Zufluchtsstätte kann nur von Angehörigen der dragovianischen Rasse geöffnet werden. Deshalb schockiert es mich, hier Menschen zu begegnen. Doch ehrlich gesagt bin ich froh, euch zu sehen. Im Nachhinein denke ich, dass wir wohl den falschen Pfad einschlugen, indem wir uns absonderten. Seht uns doch an, alles Inzestgene. Wenn ihr mich fragt, warum das Schicksal in dem Moment besiegelt, da wir uns entschieden, die Verbindungen mit den Menschen abzubrechen. Oh, aber ihr habt ja gutes Waschwasser. Sieht zumindest danach aus. Und hier sollte, keine Ahnung, ein Sonnenschutz? Weil so wenig Sonne hier, aber so viel guter Luft. Naja, keine Ahnung, vielleicht sollte dort mal irgendwann ein Pfad entstehen. Oh Gott, jetzt muss ich mich konzentrieren, damit ich mich hier nicht total verlaufe. Bleiben wir erstmal hier. Dieser Weg führt lediglich zu meinem Haus. Bevor wir dorthin gehen, muss ich herausfinden, was mit der Zufluchtsstätte geschehen ist. Wir müssen mit dem Rat der Ältesten sprechen. Obwohl, vielleicht ist es auch wieder so ein Geheimpfad, was nur Angehörige der Dragonerblutes irgendwie mitnehmen können oder aufmachen können. Ansonsten scheint unser Manchi ja ebenfalls dragovianischen Blutes zu sein. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Was ist das denn hier? Itza-Itemladen. Dann gehen wir mal rein und gucken nach, was wir hier für Items kaufen können. Mir fällt noch gerade was anderes ein, und zwar dicke Bottiche. Nein! Ich muss die Frage fragen. Frag, sag, bla, blub. Okay, gucken wir mal erstmal, was du hast. Es tut mir leid, aber das Gesetz der Zufluchtsstätte verbietet es mir, mit Menschen Handel zu treiben. Mit einer Sondergenehmigung des Rats der Ältesten wäre es vielleicht möglich. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht und ich muss euch daher bitten zu gehen. Verdammt! Haben noch keine Online-Anmeldungen oder sowas drin. Aber greifen wir erstmal ab, was wir können. Zum Beispiel ein weiteres Mini-Medaillchen, yeah! Wie viele sind das jetzt? 3, 4? Ich meine, es gibt 6 Stück hier irgendwo zu finden. Zum Beispiel nicht hier, aber vielleicht zum Beispiel, vielleicht dort? Nein, der zähe Käse! Nur keine Zähne voll Käse, das wäre ein wenig ekelhaft. Das wäre ja quasi gebrauchter Käse! Wer will schon gebrauchten Käse? Wobei, gebrauchte Kaffeebohnen will ja die ganze Welt, zumindest die genug Geld hat. Also das, was von, ihr wisst schon, diesen komischen Viechern, die Katzen heißen, irgendwie verköstigt und dann wieder und so weiter wird. Hat jemand schon mal so einen Kaffee getrunken und kann irgendwie bestätigen, dass es sich lohnt, irgendwie die Darmveredelung von irgendwelchen Tieren dazu zu verwenden, das Zeug sich in die Tasse zu schütten? Naja, lasst uns besser mal nicht drüber nachdenken, weil sowas gibt es hier wahrscheinlich nicht. Okay, auch nichts. Mal gerade kurz überlegen. Also, das hier ist... das ist die heiße Quelle von oben. Und dann müsste das hier das ältesten Ratshaus sein oder sowas. Nehme ich mal an. Master Chen Nui, what a surprise. It has been many years. When did you return? Save the pleasantries. You must tell me what is happening here. I apologize. That's a matter for me to discuss with the council elders. Pray, let us pass. Most honored Chen Mui, you may pass, but I cannot permit the humans to enter the council chamber with you. We are facing a dire crisis, and you stand on formalities? I will take full responsibility for my guests. Now move out of my way at once. It appears your mind is made up, Master Chen Mui. In that case, please, enter. Das wäre ja sonst Diskriminierung. Hätte ich das der Angler petzen müssen, du Schuft. Nein, was haben wir noch irgendwas zu sagen hier? Menschen, die Kammer des Rates der Ältesten betreten? Das ist noch nie da gewesen. Es lässt sich wohl nicht vermeiden, so wie die Dinge liegen. Ich frage mich gerade, ob Chen Mui tatsächlich unser
Manchi ist, in wahrer Gestalt. Der Manchi hatte auch einen Irokesen, oder? Irre ich mich da gerade. What is this? The Council of Elders is in session. Ah, if it isn't Chen Mui. It is indeed. Welcome back to the Council, Chen Mui. Thank you, but let us save the pleasantries for later. First, tell me how the sanctuary could have fallen into this state. Yes. I forgot that you left before the ritual was carried out. Very well. Let me tell you how all this came about. Ja, leg los. Just after you left Chen Mui, the Lord of the Dragovians came to a momentous decision. As of course you know, we Dragovians are both human and dragon. He decided the time had come for us to abandon our human forms once and for all. What? Preposterous! Does such a ritual really exist? Our Lord ascended the heavenly dais to test the ritual on himself first. Once it was completed, our Lord became a dragon once and for all. Or so he thought. In fact, the ritual failed. As you know, it consumes a great deal of energy for us to remain in our dragon forms. The ritual compensated for this by replenishing the energy from the ambient surroundings. In other words, our Lord began to absorb the energy of his fellow Dragovians. We are slowly being consumed by his unending hunger for energy. Thus, the sanctuary has fallen into discord and disarray. As soon as we realized the ritual had failed, we appeared before the Lord of the Dragovians to plead with him to reverse it. But the ritual appears to have affected his mind as well. In his current state, he cannot be reasoned with. What now sits upon the heavenly dais is not the Lord of the Dragovians, but a savage, uncontrollable monster. He attacked us. We had no choice but to withdraw. And soon the sanctuary of the Dragovians will be no more. I can put it no more plainly than that. I see. It appears terrible events have unfolded during my absence. Chen Mui, I meant to ask earlier, but who are your companions? They appear to be humans, if my eyes do not deceive me. I mean no rebuke, I am simply curious. Your eyes do not deceive you. These humans intend to confront the Lord of Darkness, Rapthorn. Indeed. Is he? There will be time for that later. They plan to confront the Lord of Darkness, you say? If that is the case, they have arrived at a most fortuitous point in our conversation. But can we really entrust such an important task to outsiders? Outsiders? Perhaps you should introduce yourselves to the Council of Elders. grüß Gott, ich bin der Bergmart, ich habe gerne Gegner. Oh, ihr seid Bergmart, nicht wahr? Ist er nicht zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen? Bist du meine Mama? Hoffentlich nicht. Egal von welcher Seite man es betrachtet, für uns Dragovianer ist es nur natürlich, sowohl eine menschliche als auch eine Drachengestalt zu besitzen.
und die Entscheidung unseres Fürsten, seine menschliche Gestalt bar jeder Vernunft aufzugeben, ist die Wurzel der Tragödie, die uns befallen hat. Grüße an Nikita Akashia. Sie hatte mich gerügt, dass ich irgendwie vergessen habe, dass El Trio, der Typ, dessen Grab wir quasi gefunden haben in der letzten Episode, wo ich mal zurückgegangen bin, irgendwie der Onkel von Prinz Charmels ist. War. Ich erinnere mich nicht. Ich bin alt. Es gibt eine Möglichkeit, den Fürsten der Drogovianer aus seinem Irrsinn zu erretten. Und zwar, indem wir ihn im Kampf besiegen, Kehlschlitzi und so. Wenn er fällt, wird er wieder seine menschliche Gestalt annehmen und zu Sinnen kommen. So steht zu hoffen. Folglich haben wir eine Versammlung anberufen, um einen tapferen Krieger aus den Reihen unseres Volkes zu erwählen, der in einem Einzelkampf gegen den Fürsten der Dragovianer antreten soll. Doch wir sind zu dem unausweichlichen Schluss gekommen, dass sich in unserer gegenwärtigen Lage niemand unter uns befindet, der seine solche Auseinandersetzung überleben könnte. Ihr seid einfach zu ehrlich. Warum nehmt ihr euch nicht 10 wackere Burschen und fliegt mal über ihn? So, bap, 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 bap. Das geht doch auch. Obwohl wir nicht am Kampf gegen den Fürsten der Finsternis beteiligt waren, sind wir uns durchaus bewusst, wie mächtig Rapform ist. Ihr seid bloße Menschen und dennoch wollt ihr euch ihm entgegenstellen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Finde ich auch. Ein bisschen Anerkennung. I see. It would take powerful warriors indeed to overcome the strength of the Lord of the Dragovians. Which makes these humans perfect for the task. Biengus grinst. Indeed, their valor has been acknowledged by none less than the godbird Imperia. The godbird Imperia? I hesitate to ask any more of you. When you already journey under such a terrible burden. But before you confront Rapthorn, I would ask that you face the Lord of the Dragovians. Think of it as a personal request from me. I had faith in you from the very start. Simply hearing that lifts my spirits immensely. Please come to my home. Where I will prepare a cheese banquet suitable for great heroes such as yourselves. Oh la la, ein Käsebankett! Hört sich sehr deliziös an! Aber bevor wir zu diesem Käsebankett gehen, gehe ich nochmal hier eine Runde, um rauszukriegen. Moment, hier ist eine Treppe. Da ist eine Treppe und hier ist ein Ausgang. Dann gehen wir erstmal durch diesen Ausgang nach... Moment. Moment. Das ist der normale Eingang, das ist nicht der Ausgang. Verdammt nochmal, wo führt denn diese schmucke Treppe hin? Könnte es etwa in die Privatgemächer des Lords und Hoheitsmenschen Irokeso sein, der uns die ganze Zeit unauffälligst folgt? Hier nochmal eben hier um die Ecke, um rauszukriegen, ob hier noch irgendwas Cooles hängt. Nein, tut hier offensichtlich nicht. Ey, wieso blockierst du hier? Hier geht es zum himmlischen Podium. Dort werdet ihr den Fürsten der Drogovianer finden. Aber so müde in den Kampf zu ziehen, wäre alles andere als weise. Kommt, ruht euch in meinem Haus aus. Was theoretisch genau hier sein sollte, so rein geografisch gesehen, das war doch unter diesem Gebäude hier. Quasi der untere Keller, der dann für sich die erste Etage ist, weil man hier von außen auch hochlaufen kann. Oder sehe ich das falsch? Naja, frag mich nur, wo dieses himmlische Podium hinführt. Noch weiter? Nee. Ah, vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe von geografischen Ausprägungen überhaupt keine Ahnung. Habe ich jetzt eigentlich die Erlaubnis erhalten, hier einkaufen zu gehen? Das wäre ja wunderschön. Obwohl ich nicht glaube, dass man hier großartig neue Waffen oder sowas einkaufen kann. Hast du da reingespuckt? Du Sau, du! Master Chen Mui, you finally return. I have looked forward to this day. Ah, yes. Thank you for watching over things in my absence. I brought some human guests with me today. I want you to make sure they are comfortable. Guests from the human world? Do you mean one of them is Miss Shias? Why don't you begin preparing tonight's meal?
Of course, Master. A cheese banquet, I presume. I'll begin preparations right away. Please, make yourselves at home. Ja, hopp hopp, Niedriger. Bring mir mein Essen. What a spread, eh? I don't think I've ever eaten that much cheese in my whole life. Not that I'm complaining, mind. That was good grub. I'm just feeling... That's Yangus, always thinking with his stomach. By the way, there's something about this Chen Mui fellow that sticks in my mind. We only just met him today. How does he know so much about us? Actually, I found the attitude of the elders even more bizarre. It was as if they'd known about you for a long time. You reckon? I dare notice nothing weird. But if it's bugging you, like, why don't you ask that old Shem Wasit bloke, eh? You know, for once, I actually agree with you, Yangus. I seriously doubt he'll spit out the truth there and then, but it can't hurt to try. Okay, machen wir, aber zuerst. Schätze looten! Was? Ich hab einen Schlüssel, ich hab den alles öffnenden ultimativen Superschlüssel. Oh, das ist aber doof. Oder gibt's hier noch einen anderen Schlüssel? Gucken wir mal. Oh, eine weitere Mini-Medaille. Schlüssel für das letzte Item, was wir noch kriegen können. Gleich mal gucken, wie viel wir davon haben. Wieso geht diese verdammte Truhe nicht auf? Ich hasse sowas. Ich glaube nämlich nicht, dass es noch einen weiteren Schlüssel gibt. Oh, ein himmlischer Gas! Bestimmt nicht aus Holland. Aber gucken wir mal ganz kurz in unsere Gepäck. Ich möchte nämlich mal gucken. Ah ja, stimmt, das Thanatos-Dings muss ich auch noch benutzen irgendwann mal. Wo habe ich denn hier meine Mini-Medaille? Die müsste doch ja irgendwo sein. Apropos sein. Wir haben noch Samen. Ein Ausdauersamen. Kriegst du? Ah, zwei. Nimm das. Und wir haben ein Lebenssamen. Du hast immer noch relativ wenig Leben, dann nimm du diesen Lebenssamen, mein Fräulein. Um 4 Punkte. Nett, 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 nett. Nett. Nicht mehr bewegend, aber nett. Wo sind meine Mini-Medaillen? Ich will meine Mini-Medaille. Ah! Oh, 7 Stück. Hui. Dann hatte ich also doch mehr noch übrig, als ich gedacht habe. Moment. Wir sind hier. Moment. Moment, 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 Moment. Also das Ding geht immer noch nicht auf, nehme ich an. Genau. Und das hier, das ist aber nicht, das ist der Eingang. Hey Chef, ich denke, heute ist schon ein bisschen spät, um noch was auszurichten, oder? Okay, dann wird das vermutlich der, doch der Ausgang. Eine seltsame architektonische Kuriosität, dieses Häuslein, würde ich mal sagen. Oh, eine Bühne? Ja, tschakka tschakka. Tanzi, tanzi. Essen, essen, fressi, fressi. Raum ist hier, okay. Ah, it's the kitchen. Oh, der hat aber einigen schnicke Leute unter seinen Fittichen, dieser Chen Mi, muss ich sagen. Irgendwas hier noch zu finden? Ah, die guten Gewürzgläser. Mit einem konzentrierten Käse. Ah, das erhöht die Konzentration, der konzentrierte Käse. Und noch eine Mini-Medaille. Uha. Am Pfad, der zur Dragovianer Zufluchtsstätte führt, liegt ein altes Grab. Es gehört El Trio, dem Menschen, der Fräulein Chia sein Herz versprochen hat. Anscheinend hat er versucht, seiner Geliebten vor der Welt der Menschen bis zur Zufluchtsstätte der Dragovianer zu folgen. Doch diese Straße ist lang und voller Gefahren. Er starb kurz bevor er das Ziel seiner Reise erreichte. Ich habe Fräulein Chia nie so traurig erlebt wie an jenem Tag, als sie die Nachricht hörte. Sie starb wenig später. Meister Chen Mui bereut seine Entscheidung, die beiden auseinanderzureißen, auch heute noch zutiefst. Dieser Lump, der hört jetzt erstmal was von mir. Wenn ich ihn finde... Moment. Ah, da ist er doch. Oh, da ist doch ein schnuckeliges Regälchen. Es ist ein Buch mit dem Titel Die faszinierende Welt des Bustiers. Meine lebenslange Passion für Bustiers hat mich veranlasst, viele Jahre mit der Suche nach dem ultimativen Exemplar zu verbringen. Dem göttlichen Bustier und auch dem Wunder der Alchemie ist mein Traum endlich wach geworden. Das Rezept ist einfach, oh, man kombiniere ein schimmerndes Kleid mit
Oh, aber vielleicht sollte ich nicht gleich all meine Geheimnisse verraten, nicht wahr? Lieber Bustier Freund, wenn ihr dieses Buch in Enden erhaltet, dann befolgt meine Ratschläge und erschafft euren eigenen göttlichen Bustier. Ich möchte den Spaß euch nicht verderben, indem ich es euch zu leicht mache. Ich hoffe, mein Buch findet einen Gleichgesinnten, der Bustiers mit ebensolcher Leidenschaft sammelt wie ich. Was für ein Doofmann, dummer Sack. Perversling. Mir sieht aus, als hättet ihr etwas auf dem Herzen. Kommt schon, raus damit. Aha, ihr fragt euch also, wie es kommt, dass wir so viel über euch wissen, Bertmann. Tja, es ist kein Wunder, aber ich muss euch leider bitten, euch noch etwas zu gedulden. Das ist ein Japano-Rollenspiel, da sagt man die Dinge erst ganz am Ende. Im Augenblick solltet ihr euch auf die Aufgabe konzentrieren, die vor uns liegt. Wir müssen den Fürsten der Dragovianer wieder zur Vernunft bringen und die Dragovianer Zufluchtsstätte retten. Sobald ihr diese Aufgabe erledigt habt, werde ich jede einzelne eurer Fragen beantworten, das verspreche ich euch. Und mir den Inhalt dieser Truhe hoffentlich übergeben, du kleiner Lump, du schwere Nöter. Sind wir jetzt eigentlich schon... Moment. Nee. Sind wir jetzt eigentlich schon wieder gerastet? Moment, ich muss einfach nur ins Inventar gehen. Nein, sind wir noch nicht. So sollten wir nicht dem Dragovianer gegenübertreten. Das Zimmer, in dem ihr untergebracht seid, gehörte einst Chenmuis einziger Tochter, Shia. Sie war ein neugieriges und abenteuerlustiges Mädchen. Eines Tages beschloss sie loszuziehen und die Welt der Menschen mit eigenen Augen zu sehen. Als Chenmui ihr Verschwinden bemerkte, brach er sofort auf, um sie zu suchen und nach Hause zu bringen. Aber als er seine Tochter endlich fand, hatte sie sich bereits in einen Menschen verliebt. Sein Name war El Trio. Und er war ein Prinz in der Welt der Menschen. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen seines Königreiches, aber ich weiß noch, dass sie eine bestimmte Tradition hatten. Die Männer dort gaben ihre Auserkorenen einen Ring mit einem besonderen Juwel. Fräulein Shia kehrte mit eben solch einem Ring an ihrem Finger zur Dragovianer Zufluchtsstätte zurück. Und so, wer von euch kann 1 und 1 zusammenzählen? Was? Ein bisschen spät, bla bla. Ja, was soll ich jetzt tun? Ich werde nicht rausgelassen. Meine eigenen Verbündeten sich gegen mich. Und dann muss ich nach oben wieder ins Haierbettchen jetzt. Na, du hast mit dem Jungen geredet, alles ist gut, tralali, tralala. Mach die Augen zu und träum vom konzentrierten Käse. Ja, wir möchten übernachten. Hoffen wir, dass wir jetzt wieder raus dürfen. Dann frage ich mich, wozu diese... Oho. Vielleicht sieht Ru jetzt plötzlich... Awake already? How do you feel? Did you sleep well? Glad to hear it. I'm counting on you. Today you will visit the heavenly dais. The path is a labyrinth. The entrance lies beyond a portal beneath the council chamber. Dass die Leute mir mal vorschreiben, was ich zu tun habe. Gib mir mal hier extrinsische Motivation, Kerl. Okay. Wir sind gerastet. Dann gehen wir mal speichern, würde ich sagen. Wobei, erstmal hier gucken. Okay. Ich vermute, dass jetzt soweit ich alles habe gemacht, oder? Was ich jetzt auf jeden Fall tun werde, ist Magie benutzen. Du kannst mich erstmal. Ich bin der Herr meines eigenen Schicksals, Kerl. Moment, ich muss gerade mal kurz überlegen. Prinzessin Minis Schloss. Werden wir mal testen, ob... Ich muss mal überlegen, wie viele Mini-Medaillen habe ich jetzt hier eigentlich eingesammelt. Also, ich meine, es gibt 6 zu finden. Und vielleicht sind wir jetzt schon so weit, dass wir sämtliche Belohnungen bekommen. Aber das werden wir sehen. Ein paar gibt es noch zu finden, aber nicht viele. Hallo, Mini. Und Mini-Medaillen, sehen wir uns das mal an. 111! Booyah! Also, das heißt, es gibt jetzt, glaube ich, 115, also 4 fehlen noch, aber die beste Belohnung, oder letzte Belohnung, besser gesagt, gibt es bei exakt 110. Und dafür gibt es den Flegel der Verheerung. Wir behalten den Flegel der Verheerung. Oh, Bertmann, danke. Es ist einfach wundervoll von euch, mir so viele Mini-Medaillen zu bringen. Bitte verzeiht. Aber wir scheinen keine Preise mehr zu haben, mit denen wir euch belohnen könnten. Habt ihr schon alle? Ich meine, ihr habt schon alle. Faszinierend, oder?
Danke für eure tapferen Bemühungen. Jetzt haben wir endlich das Gefühl, unsere königliche Pflicht erfüllt zu haben. Jetzt wird man unsere wahren Qualitäten endlich würdigen und wir werden in die Fußstapfen unseres Vaters König Maximilian treten können. Sehr, sehr gut. Es ist nur die Frage, was bringt das Teil eigentlich? In die Gepäck habe... Der Flügel der Verhörung. Er züchtigt alle Gegner mit unvorstellbarer Kraft. Transferieren wir das Teil mal. Also unvorstellbar sieht diese Kraft jetzt nicht unbedingt aus bei 2 Punkten mehr. Was hat er denn ausgerüstet? Es ist, glaube ich, die Axt des Eroberers. Das bedeutet, dass... Oder? Okay, es kann nur Yengis benutzen. Rüst mal. Achso, ich habe jetzt Nein gemacht. Ist egal. Wobei, das ist das Schwere... Ja. Interessant. Die beste Belohnung ist schwächer als eine Waffe, die man ganz normal kaufen kann. Ein bisschen enttäuschend, sage ich jetzt mal, aber... Rüsten wir den Krams halt einfach mal aus. Vielleicht kann man die auch noch verbessern irgendwie, auch wenn ich es nicht weiß. So, und jetzt gucken wir nochmal eben in den Alchemiekessel. Ich habe das Rezept, was wir benötigen, um den Thanatos-Schild zu reinigen. Leider Gottes nicht im Kopf. Wieso vieles nicht? Da ist der aber. Und gucken wir mal ganz kurz, ob wir noch hier irgendwo... Da ist es. Ja, und tu mal 2 rein. Das könnte nämlich so sein, dass das Ding irgendwie 2 braucht. Weil es der Thanatos-Schild ist. Mal sehen, ob das Ding jetzt schön rubbelt und bubbelt. Nein, nicht. Ich muss mal nachgucken. Ja, praktischerweise brauche ich nur 1 von den Teilen. Also von den heiligen Aschen. Zumindest laut dem, was ich gerade gelesen habe. Wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer drauf zu kommen gewesen. Ja. Okay. Und hoffen wir mal, dass was Gutes dabei rauskommt. Also was richtig Gutes, was uns beim bevorstehenden Abenteuer, bei den bevorstehenden Herausforderungen in außerordentlicher Weise helfen kann. Doch bevor wir dieses tun, müssen wir kurz Cookie gucken. Also, wir haben noch eine Schatztruhe übersehen, wie wir beim letzten Mal ja irgendwie herausgefunden haben, weil wir den falschen Weg zuerst gelaufen sind. Und dementsprechend werde ich mich jetzt aufmachen und in diesem dragovianischen Zufluchtsgedönse nochmal von vorne entlang laufen und den andere Abzweigung nehmen. Das dürfte jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll sein. Mal kurz gucken, das war irgendwie in der Richtung war das Ding, glaube ich, irgendwo beheimatet. Hier irgendwo dieses plateauartige Gedönse. Ah, da hinten sehe ich es schon. Aber ich bin da ein bisschen verwirrt gewesen. Gab es nicht noch irgendwie so auf dem Meer noch irgend so eine Stätte, wo wir noch nicht lang gekommen sind? Und da hätte ich gedacht, dass es da ist. Aber landen wir nochmal hier. So. Und während wir dann im Dungeon herumlaufen, ist hoffentlich der Alchemiekessel ratzefatze dabei parat, unsere Zutaten zu einem wohlgefälligen neuen Schild zusammenzuwechseln. Ansonsten kommen wir da erstmal nicht mehr ran, sonst muss ich ein bisschen so auf der Oberwelt rumlaufen. Vielleicht werde ich auch nochmal ein bisschen was an Leveln bei den Schleimen, bei den Metallschleimen grinden, um noch ein paar Skills zu, ja, zusammenzubauen. Okay, ich möchte allerdings, da konzentrier du dich mal, ich möchte mal wissen, wie dieser Flegel der Verheerung arbeitet, da er scheinbar mehrere Gegner angreifen kann. Konzentrierst du dich? Konzentrierst du dich. Und du greifst einfach mal nochmal an. Mal gucken, was das Teil tut. Also damit wir in der zweiten Runde diese Feinde dann auch niederstreckern können, sogar ordentlich. Es ist zumindest eine normale Waffe für Yengis, um Multigruppenschaden anzurichten. Toll. Jessica, Angelo. Wer ist jetzt alles geblendet worden? Alle oder was? Zumindest laut. Okay, alle aus der Yengis, das ist toll. Was mache ich denn jetzt hier? Lohnt es sich jetzt zu konzentrieren? Na gut, du greifst nochmal an, du greifst. Machen wir es so. Nein! Ach wohl, Blitzgewitter! Was? Das scheiß Blenden reduziert die Konzentration wieder auf. Achso, ne, der hat angegriffen. Achso, deswegen. okay, ich bin heute, glaube ich, nicht so hundertprozentig auf dem Zug. Ich habe aber auch ein Glück. Genau auf unsere besserste Modus gepackt. Okay, du greifst an, du greifst an, du greifst den da an. Danke! Darf ich euch, ich möchte euch umbringen, verdammt nochmal. Also, einer weniger.
Das passiert, wenn man sehen möchte, wie dieser Flegel der Verheerung funktioniert. Danke, Spiel. Egal. Sind hinüber. Viel zu wenig Erfahrungspunkte, aber das ist man von diesem Spiel ja auch nicht anders gewohnt. Wobei, es wäre vielleicht noch eine gute Idee, wo wir irgendwie diesem Drachenherrn irgendwie bald gegenüberstehen, noch diesen Drachenschlechter oder was das war, zusammenzubauen. Dazu habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, auch wieder genug Kohle. Ich glaube, nach Arcadia oder wo das war, muss ich mal hin zum Waffenladen und dort einen Drachentöter oder was das war kaufen und das Ding dann in Alchemiekessel zu verbessern. Wobei es zu schön wäre für meine Heroen, noch irgendeine Form des Level-Ups mitzunehmen. Also zumindest für Yengis und für den Haupthelden hier. Moment. Da bin ich doch letztes Mal lang gelaufen, oder? Eigentlich hatte ich vorgehabt, nach links zu laufen. Oh, dann zahlen zuerst zu. Ist ja was bei den ganzen fucking Dungeons, den ich bis jetzt gespielt habe. Ist es mir nie... Nur ganz am Anfang einmal passiert, dass ich zuschlagen durfte, bevor die Feinde zuschlagen durften. Du rast nochmal an. Du machst das Fokus-Tambourin. Du rast an, du rast an. Natürlich sind sie jetzt alle vor dem Yengis dran. Transen. Ich hasse. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ja, wenigstens ich dachte, der hält erst jetzt. Ich muss mal gucken, wie hoch die Geschwindigkeitsunterschiede bei den Leuten hier sind. Ja. Ich glaube, jetzt brauche ich... Wobei, die anderen sind hier gerade noch konzentriert. Konzentriert zur Sache, den niederzuringen. Wunderbar. Ich hätte mal beim letzten Übernachten nachgucken sollen, wie hoch die Anforderungen für Erfahrungspunkte für die nächsten Level-Ups bei Yengis und meinem Haupthelden noch sind. Da liegen ja mittlerweile ordentliche Punkte dazwischen. Ich glaube, das sind... Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, waren es, glaube ich, so um die 20.000 bis 30.000 Erfahrungspunkte. Wie ich erfahren habe, das kam jetzt so ein bisschen plötzlich für mich, weil ich alt bin, dass Sekiro ja mittlerweile erschienen ist. Bin zwar, ja, immer noch so ein bisschen skeptisch dem gegenüber. Waren wir hier nicht auch schon? Wir gehen einfach mal lang. Wir haben ja nur zwei Möglichkeiten und die eine sah irgendwie etwas vertrauter aus als die hier. Was für eine Gruppe von Drecksviechern. Oh, ich hasse diese Scheißdämonen. Oh, wir greifen mal wieder an, bevor du was tun kannst. Und dann verfluchen sie fast alle. Dann schaffe ich es mich einigermaßen zu konzentrieren und schadensverursachende Angriffe reinzuführen. Aber dann blenden sie die komplette Gruppe. Boah, und wieder und wieder. So, das ist... Ah, wundervoll. Wunderbar. Dann müsste hier beim Quadratwassergebiet, das die letzte Truhe sein, die wir aus der Ferne gesehen haben. Und drin... Wie ist es die Karte drin? Oh, eine Flüssigmetallrüstung. Gut, dass ich nochmal zurückgelaufen bin. Moment. Du hattest eine, ne? Nee, du hattest die Metallkönigrüstung. Wobei, aus der Flüssigmetallrüstung können wir, glaube ich, eine weitere Flüssigmetall... eine Metallkönigrüstung herstellen, oder? Was haben wir denn hier nochmal? Die Riesenrüstung, okay. Du kannst sie nicht tragen, aber vielleicht lohnt sich das bei dir. Wobei, die Drachenrobe ist eigentlich auch nicht verkehrt. Was machen die Metallkönigsrüstung nochmal genau? Nur ultimativer Schutz steht da. Naja. Guck mal. Oder bringt die irgendwas bei dir? Moment, hast du die im Sack? Nein, hast du nicht. Du hast sie im Sack. Okay, in diesem Sack. Transfer. Guck mal, ob die bei irgendjemandem besser ist als das, was er gerade trägt. So rein vom normalen... Ja, also bei Yengis könnte es sich durchaus lohnen. Wobei ich nicht weiß, ob die noch irgendwelche geheimen... Elementar-Verteidigungswerte hat, dann wäre die Riesenrüstung, glaube ich, doch noch besser. Egal, wir haben das Teil jetzt erstmal, dann verkrümeln wir uns hier aus diesem Dings und beim nächsten Mal gucken wir da mal, ob wir beim himmlischen Podium weiterkommen. Wobei ich mir noch nicht sicher, ob ich einfach nochmal irgendwie ein bisschen Metall-Königsschleim-Farming probieren soll. Ja, ist so eine Sache halt, ne? Also von daher... Könnt ihr eure Gedanken gerne dazu schreiben. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.